Oh Mann. Aufräumen kann Die ich aber auch Rückkehr nicht. überrascht mich völlig. Oh, hallo hier. Wieso fallen mir auch Namen heute nicht ein? Rotschopf aus Megaton. Sie sind am Leben. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Es gefällt mir nicht, dass diese Sache uns mit unseren Familien entzweit. Aber wir können nicht ewig hier unten bleiben. Sehen Sie sich doch nur um. Also so ist Ihre normale Stimme, okay. Viele Sicherheitsleute wurden verwundet oder getötet. Wegen des ganzen Chaos wissen wir noch nicht genau, wer wen getötet hat. Tschüss. Meine Lieblingssynchronsprecherin in diesem Spiel übrigens. Ich finde, die hat die schönste Stimme. So. In der Klinik. Gott, du bist zurück! Du hast meine Nachricht bekommen und bist tatsächlich zurückgekehrt! Ich bin sofort los, wink, wink. Als ich hörte, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich war gerade in der Gegend. Bild dir nichts ein. Ja, ich bin sofort los. Oh, ich danke dir. Als du weggegangen bist, ist das Chaos ausgebrochen. Und jetzt, wo du zurück bist, kannst du helfen, wieder Ordnung zu schaffen. Du hast damals mein Leben gerechnet. Mein Leben gerettet, Amata. Ich helfe dir gern. Trotz allem bin ich dort aufgewachsen. Ich kann kein Chaos dort hinterlassen. Bitte keine Hektik. Ich muss mehr erfahren, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ja, komm, hier. Das ist hier kein Chaos. Das ist der reinste Albtraum hier unten. In dieser Nacht sind Menschen gestorben. Und nur weil mein Vater auf Biegen und Brechen verhindern wollte, dass jemand die Vault öffnet. Das Schlimmste daran ist, wir fanden heraus, dass die Vault früher schon einmal geöffnet wurde und wir in diesem Punkt ein Leben lang belogen wurden. Was? Wie ist das denn rausgekommen? Das erklärt, warum ich draußen einen alten Vault 101 Anzug gefunden habe. Hä? Wo denn? Ach so, der hier. Moira, danke, so hieße. An der Wand. So. Nach dieser Nacht hörte ich Wallys Vater sagen, wir hätten dich und deinen Vater nie in die Vault aufnehmen sollen. Ich fand heraus, dass die Vault früher geöffnet war. Als wir Babys waren, wurde sie geschlossen. Wir sollten nie erfahren, dass sie einmal offen war. Um die Lüge aufrechtzuerhalten, musste Jonas sterben. Und obwohl wir die Wahrheit kennen, lässt uns der Aufseher keine eigenen Entscheidungen treffen. Seine Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er muss aufgehalten werden. Warum gehst du nicht einfach? Gerade jetzt ist es nicht schwierig. Hab gehört, ein paar von euch wollen nach draußen. Ziemlich verrückt. Eigentlich ist es Papas Schuld, er ist weg und. So einfach ist das nicht. Dass Butch hier abhauen will, bedeutet nicht, dass der Rest von uns ebenfalls für immer weggehen will. Das ist unsere Heimat. Und wir wollen hier bleiben. Nur denken wir seit deiner Abreise, dass wir die Außenwelt vielleicht nicht zu fürchten brauchen. Es ist aber unmöglich, draußen zu kommunizieren und Handel zu treiben, solange der Aufseher alles unter Verschluss hält. Er muss aufgehalten werden. Warum macht der Aufseher das? Ich weiß es nicht. Vielleicht glaubt er uns zu beschützen. Aber in Wirklichkeit verachtet er uns nur. Ich dachte, Eltern würden sich für ihre Kinder eine bessere Welt wünschen. Also da draußen hinter dieser Tür wartet eine völlig neue Welt auf uns. Und wir machen so lange weiter, bis wir sie erreichen. Ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Sie in die Luft jagen. Was ist in der Nacht passiert? So richtig schlimm wurde es erst, nachdem ihr beide weg wart. Den Verletzten half niemand, da der Arzt gegangen und sein Assistent gestorben war. Oh Jetzt ja, müssen wir uns in den stimmt. meisten medizinischen Notfällen auf diesen alten Mr. Handy verlassen. Aber der hat kein gutes Händchen für die Kranken. Bist du schon einmal von jemandem mit kalten Zangen aus Metall untersucht worden? Das ist ganz schön unangenehm. Wieso gehst du nicht einfach? Es gibt keine Sicherheitsvorkehrung. Das ist doch genau die gleiche Frage wie eben. Ich frag mal trotzdem. Kapierst du es denn nicht? Wir wollen die Vault nicht im Stich lassen. Wir wollen sie für alle öffnen. Wir wollen hier weiterleben, unsere Vorräte aber von draußen holen. Handel treiben, erkunden, alles ist besser, als sich hier unten zu verkriechen. Macht Sinn. Ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Das hoffe ich sehr. So wie jetzt können wir nicht weitermachen. Draußen lauern lauter Gefahren, nur hier drin ist man sicher. Nun, ich muss noch etwas darüber nachdenken. Ich schwöre, ich kann deinen Vater und seine Wachen aufhalten. Pass auf, das klingt so bedroherisch. Na, ich sage erstmal, ich muss drüber nachdenken. Verdammt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dumme Witze zu machen.
Ich muss los. Vorsicht, bitte. Das war kein dummer Witz. Ich Hallo. Muss wirklich erstmal nachdenken. Die alte Lady Palmer. Ach, es ist schön, dass Sie von draußen zurückgekehrt sind. Für jemanden Ihres Alters kann es da draußen ganz schön gefährlich sein. Sie war ja auch schon mal draußen. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Ach, wissen Sie, wir verlangen ja gar nichts Besonderes. Die Vault war früher schon mal geöffnet, aber alle tun so, als wäre das nie so gewesen. Ich glaube, sie versuchen, die armen Menschen zu vergessen, die von da draußen nie wieder zurückgekehrt sind. Was ist hier unten passiert? Was passiert ist, mein armer Enkel Jonas ist tot. Oh. Sie sagen, in dem ganzen Chaos sei ein Unfall passiert, aber ich weiß, dass es der Aufseher war. Das war Ihr Enkel? Ich muss los. Seien Sie bitte vorsichtig. Die alte Lady Palmer ist eine gute. Die Rückkehr überrascht mich völlig. Christine Kendall. Toll, Sie sind wieder zurück. Ich würde uns nicht Rebellen nennen. Wir sind zwar mit dem Aufseher nicht einer Meinung, aber wir lieben die Wort. Wir wollen halt auch mal raus. Was ist hier unten passiert? Mama und die kleine Monika wurden vom Feuer eingeschlossen. Ich habe versucht, sie zu retten. Ehrlich. Aber es war einfach viel zu heiß. Oh. Ich weiß, dass sie nichts dafür können. Aber mein Vater hält nicht viel von ihnen. Ihnen würde auch nicht gefallen, was er über Ihren Vater sagt. Man kann es verstehen. Bis später. Aus deren Sicht betrachtet hat das alles natürlich genau dann angefangen, Hallo. Als hier unser Vater gegangen ist, ne? Nee, da kann ich... Moment, gab es hier nicht irgendwo ein Bild? Hallo? Irgendwas, das man öffnen konnte? Das habe ich mir doch noch... so hinter die Ohren geschrieben, dass wenn wir hier irgendwann mal wieder zurückkehren, dass ich das dann öffne. Das müsste da vorne im Raum gewesen sein? In der eigentlichen Arztklinik? Wäre es Ihnen nicht lieber, wenn es stattdessen nur Butch sein könnte? Bis später. Verdammt. Ich habe das Gespräch nicht mitbekommen. Wie kann Beatrice. Ich Ihnen dienen? Woher kennen wir die denn nochmal? Ich nehme den Ding jetzt aber trotzdem mit. Halt, du. Wir kommen hier mit einem vollen Stapel raus. So. Ah, ein weiterer Patient. Was darf es denn sein? Eine Appendektomie? Eine Tonsillektomie? Eine Hysterektomie? Andy, was ist passiert? Überall ist Blut. Ja. Ein ziemlich unglücklicher Vorfall. In dem ganzen Tumult hat sich Miss Beatrice in ihrem linken großen Zeh eine schwere Verrenkung zugezogen. Leider hatte ich keine andere Wahl, als eine Amputation durchzuführen. Das Bein musste weg. Es tut mir leid, aber die Operation ist gescheitert. Das sieht man. Moment, Sie haben dich zum Doktor gemacht? Natürlich. Als Ihr Vater die Vault verlassen hat und Jonas frühzeitig gestorben ist, musste der Aufseher schnell handeln. Und so ernannte er mich zum neuen Vault-Mediziner. Eine fabelhafte Entscheidung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde sie schrecklich. Immerhin bin ich gut ausgerüstet. Und wie denkst du über diese ganze Sache? Wenn du der neue Doktor bist, kannst du mich dann heilen? Oh Gott. Nicht wirklich. Leider wurde ich, wie heißt es noch gleich bei den Humanoiden? Ach ja, gefeuert. Ich wurde dem Reinigungsteam zugewiesen. Meine erste Pflicht ist paradoxerweise die Säuberung der Klinik. Aber die Chirurgie hat echt Spaß gemacht. Meine Fresse. Und wie denkst du über diese ganze Sache? Menschliche Probleme sind für menschliche Herzen, für mich nicht von Belang. Meine Arbeit ist mein Leben. Und wie Sie sehen,
habe ich viel zu tun. Ja. Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. Patientenunterlagen, das hatten wir schon. Schon. Experimente, das hatten wir auch schon. Das haben wir ja ganz am Anfang vorgelesen, als wir noch in der Vault waren. So, eingerahmtes Zitat. Diagramm Rocketwerfer, Kronkorke, trautes Heimglück allein. Das hatten wir. Das ist der Rocketwerfer. Das ist. Und damit kann man quasi alle sonstigen Gegenstände als Munition verwenden und die auf Gegner schießen. Je größer und schwerer das natürlich ist, desto mehr Wumms hat es. Trotzdem. Da sind wir nun. Sicher und geborgen in Vault 101. Es ist so kalt hier unten. Hallo. Noch kälter, weil Catherine weg ist. Oh, Catherine. Ich wünschte, du wärst hier bei mir. Wie soll ich das nur alleine schaffen? In diesem Loch leben. Mich um unser Kind kümmern. Hallo? Aber das ist jetzt unser Leben. Ich sollte mich also daran gewöhnen. Der Aufseher dieses Ortes ist ein Tyrann. Aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Hm. Es gibt keine Möglichkeit, am Anfang genug Dietrich-Skill zusammenzubekommen, um das noch vor der Flucht hier aufzumachen, ne? Immerhin müssten wir das mit dem 16. Alter hinkriegen und nicht mit 19, als wir auf der Flucht waren. Und das noch vor dem GOAT. Wie kann ich Ihnen dienen? Weil sobald man aus dem Klassenzimmer rausgeht, ja sofort die Einblende kommt. Hier geht's zum Atrium. Hier geht's nicht zum Atrium. Ach, das haben sie versperrt, damit es hier nur einen Weg rein gibt. Ja gut, macht Sinn. Wo will ich hin? Was will ich machen? Vault 101 sabotieren. Atrium Obergeschoss. Obergeschoss, Obergeschoss. Also hier geht's überall nur ins Obergeschoss. Mit Amata reden. Mann, ich wünschte, wir könnten diesen Laden aufmischen. Moment, muss ich da hoch oder nach rechts? Nach rechts, ne? Sublevel. Tatsache. Gut, ab ins Sublevel. Ah, hier waren wir doch, ne? Filterraum. Genau. Warte, wir sind von hier gekommen? Sie hätten nie gehen dürfen. Och, jetzt werden wir dafür sorgen, dass niemand mehr aus der Vault rauskommt. Bitte? Ey, das ist aber nicht sehr freundlich. Schau an. Wo? Was haben wir denn? Wo? Ja! Ja! Ich spiele immer noch auf schwer übrigens. Er macht kaum Schaden. Ich wurde getroffen! Gib auf. Komm schon, gib auf. Dann halt nicht. Hat mich jetzt hier mehr Leben gekostet, als es hätte müssen. Aber Gefängniszellen-Kennwort? Okay. Das ist mir zu schwer. Das nehme ich nicht mit. War das hier die alte... Hier... Schießbahn? Oh Gott. Ich habe es wirklich mit Wörtern. In dieser Episode, in dieser Aufnahme. Schießstand. Danke. Dass der noch hier ist?
Finde ich cool. Reaktor, kein Zugang. Da ist doch was hinter. Wenn wir gleich von der anderen Seite nicht daran kommen, dann will ich mal mit hier mit einem Konsolenbefehl gucken, was da so hinter ist. Einfach nur aus reiner Neugier. O'Grady's Friedensstifter. Okay. Alle Uniques zu sammeln, das wäre in diesem Spiel auch mal was Schönes. Aber dafür hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Und das auch von Anfang an hätten wollen tun. Denn ich glaube, wir haben mindestens eine ist schon mal unzugänglich. Stanley. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit Ihnen reden sollte. Rebellen. Das ist nur eine Phase, die Sie jetzt durchmachen. Jedes Kind träumt einmal davon, die Wall zu verlassen, aber wir wachsen alle darüber hinaus. Das nennt man Propaganda übrigens. Durch die Käfer und die Brände wurden unten auf der Reaktorebene die Systeme einer extrem hohen Belastung ausgesetzt. Unser Wasserchip ist momentan sehr instabil, aber ich arbeite daran, ihn wieder in Ordnung zu bringen. Fallout 1 Flashbacks. Ich meinte übrigens... Ja, unbedingt. Ich meinte übrigens nicht das Erwachsenwerden, dass das Propaganda ist, sondern in diesem Fall, weil der Aufseher das ja immer versucht zu unterbinden, dass man die Vault aufmacht und so. Das heißt, dass man darüber hinaus wächst, heißt in diesem Fall einfach, dass man das so oft eingehämmert bekommen hat, dass man hier nicht das verlassen soll, die Vault. Dass man halt auch irgendwann selber dafür war. Tatsache, man kommt da nicht rein. Ja, wieso sind hier Granaten? Und was ist O'Grady's Friedensstifter eigentlich? Sechs, aber er ist ziemlich kaputt. Ich habe doch jetzt das Bleirohr aufgenommen. Ach, das ist nicht das gleiche. Ach, das ist so ein hier. Baton. Baton. Hm. So, hier kommt man auch nicht rein. Wie gesagt, ich möchte es einmal kurz ausprobieren. Einfach nur gucken, was dahinter ist. Hier ist nichts dahinter. Okay. Und hier ist einfach nur ein leerer Raum. Okay. Passt. Ich wollte es, wie gesagt, nur mal kurz ausprobieren. So. Meine Nase juckt. Das ist gerade nervig. Leguan am Stiel. Das ging schnell. Hydroponiksysteme testen. Voll funktionsfähig. Luftfiltersysteme testen. Voll funktionsfähig. Mit Wartung des Wasserchips beginnen. Wasserchip-Diagnose ausführen. Alle Systeme funktionsfähig. Mit manuellen Systemreinigung ausführen. Mit manuellem Service beginnen. Systeme abgeschaltet. Nicht reinigen. Okay, manuell Service beenden. Systemreinigung ausführen. Verunreinigung. Ja, ja. Huch. Ja, Moment. Ich mach's lieber so, bevor ich gleich wieder aus Versehen schnell speichere. Ich kenne mich. Die Vault evakuieren. Na, hat es denn irgendwas bei sich? Service-Kennwort. Okay. Jetzt nicht F5 drücken, auch wenn ich auch richtig gespeichert habe.
konnten sie uns denn nicht einfach in Frieden leben lassen? Weil sie kein Zuhause haben konnten, haben sie beschlossen, unseres zu zerstören. Es war auch mal mein Zuhause. Sie haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, sich in der Wolke zu verstecken. Einer der Rebellen wollte damit alle verjagen. Ich wollte sie aufhalten. Warum? Warum werfen sie ihr Zuhause weg? Nur um in diesem elenden Ödland da draußen zu sterben? War ich wirklich so ein schlechter Aufseher? Ich muss sie zu arg drangsaliert und das Unbekannte zu einer Versuchung gemacht haben. Ich habe versagt. Ich werde an ihrem Tod schuld sein. Bitte helfen Sie einigen von ihnen da draußen zu überleben. Und sagen Sie meiner Tochter von mir, Lebewohl. Ich werde in der Vault bleiben. Ich war für sie verantwortlich. Und das alles ist ganz allein meine Schuld. Die einzigen Tode, für die du eigentlich verantwortlich bist, sind die, die beim Versuch, die Vault zu verlassen, entstanden sind. Aber nicht die, die draußen verursacht werden. Wie gesagt, Megaton ist relativ nah dran. Halt. Wo ging's zu den Rebellen? Atrium. Nach da oben. Sind hier noch welche oder? Nee. Alle weg. Bis auf Andy. Bis auf Andy. Gut, dann ab zum Atrium. Warte, hier geht's. Wo lotst mich das hier hin? Nach da oben, ne? Security. Jetzt bin ich hier. Hier will ich doch gar nicht hin. Keine Angst, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Jetzt will ich erstmal gucken. Hier sind auch nirgendwo mehr welche. Fuck you! Gott sei Dank, dass du da bist. Ich sagte allen, dass sie hier auf dich warten sollen, weil du weißt, was zu tun ist. Aber sie hörten nicht auf mich. Nach allem, was sie durchgemacht haben, sind sie einfach in Panik geraten. Aber ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Ich wusste, dass du über alles Bescheid weißt. Du weißt doch Bescheid, oder? Ich habe die Evakuierung, jetzt müssen wir alle die Vault verlassen. Komm, ich versuch's nochmal mit der Lüge, oder? Ah, 63%. Du hast unser Zuhause zerstört? Nur um dir selbst etwas zu beweisen? Du bist wahnsinnig! Du bist schlimmer, als mein Vater jemals war! Ich hätte dir in dieser Nacht niemals helfen sollen. Ich hätte bei meinem Vater bleiben und zusehen sollen, wie er dich tötet. Jetzt kannst du von mir aus hier unten bleiben und sterben. Solltest du je da draußen wieder mit mir reden, bringe ich dich um. Gut, jetzt will ich aber nochmal gucken, wie das ist, wenn ich die Lüge bestehe. Ach, jetzt müssen wir wieder so weit laufen, ne? Ah, nee, wir sind ja direkt hier vorne. Stimmt. Jetzt will ich nochmal gucken. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass du da... Ja, ja, ja. Dein Vater sagte, niemand würde rauskommen, wenn alle tot sind. Ich wusste, dass er verrückt ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass er versuchen würde, uns alle zu töten. Das macht einfach keinen Sinn. Aber dafür bleibt jetzt keine Zeit mehr, nicht wahr? Jetzt liegt unsere einzige Chance darin, auf uns allein gestellt draußen zu überleben. Vielleicht kann ich herausfinden, wohin sie gegangen sind. Wenn wir uns aufteilen, sollte es nicht schwierig sein. Wie groß kann die Welt schon sein? Danke, dass du versucht hast, uns zu helfen. Vielleicht sehen wir uns da draußen wieder. Vielleicht? Ich dachte, wir sollen jetzt die anderen suchen. Die Frage ist jetzt, würden wir die hier jetzt nur in Zufallsbegegnungen treffen? Also an bestimmten Punkten kann man immer Zufallsbegegnungen oder gibt es Zufallsbegegnungen?
von bestimmten Leuten, was da so ist, was man da so machen kann, ne? Oder sind jetzt zum Beispiel ein paar nach Megaton gegangen? Ich weiß es nicht. Diese Option habe ich noch nie so weit ausgeführt. Ich würde das jetzt wirklich gerne mal selber so erkunden. Oh, bitte lass jetzt nicht wieder Raider da vorne sein. Ich möchte jetzt einfach mal gucken. Es sind Raider da vorne. Autsch. Okay, aber hier ist niemand. Dann sind es wahrscheinlich jetzt nur noch Zufallsbegegnungen. Okay. Gut. Lassen wir das mit dem Sabotieren. Also Sublevel haben wir jetzt. Dann da, wo die Rebellen sind. Das heißt, Untergeschoss. Nee, ich möchte... Gibt es hier auch einen Weg direkt? Nein. I don't want to set the world on fire. I just want to start